Nach einem tollen Rennen der Herren stehen wir jetzt kurz vor dem Start der Damen. Qualifiziert für das Finale haben sich in diesem Jahr Nadine, Moni, Nicole, Edith, Jana, Miriam, Janina und Alexandra. Und los geht's! Hier sehen wir direkt schon zwei Grüppchen, die sich bilden. Ein Reifen pro Person gilt es jetzt mitzuschleppen. Ja, du bist richtig. Edith setzt sich direkt ein Stückchen ab und erreicht die Hurdles, über die der Reifen jeweils drüber geschafft werden muss. Moni und Nicole sind fast gleich auf kurz hinter Edith und auch Janina ist nur wenige Sekunden hinter den beiden. Traditionell ist das Rennen der Damen immer sehr spannend und abwechslungsreich und auch in diesem Jahr sehen wir, wie von Anfang an gekämpft wird. Geht hier lang, oder? Hier, genau. Ja. Hier? Ja, richtig. Edith erreicht den Pfahlwurf. Drei Versuche gibt es pro Person und Edith geht in die Burpees. Ja. Moni, super! Lauf! Moni trifft und geht damit in Führung. Hier geht's lang, hier bei den Grünen. Janina trifft ebenfalls und ist damit aktuell auf Platz 2. Da wechseln sich gleich mehrere Positionen durch und Nicole geht ebenfalls in die Burpees, nachdem der Pfahl nicht getroffen wurde. Edith und Alexandra verlassen den Pfahlwurf gleich auf. Edith leicht in Führung, damit jetzt auf Platz 3. Nadine, Jana und Miriam sehen wir hier ebenfalls kurz vor dem Pfahlwurf. Moni kämpft sich durch auf Platz 1 und Nicole ist ebenfalls wieder unterwegs, momentan in Position 5. Im Finale der Damen haben wir 8 Athletinnen, da ist ein bisschen mehr los als vorher bei den Herren, bei denen nur 5 im Finale angetreten waren. Moni hat es geschafft und darf den Reifen abgeben und ist jetzt unterwegs in die Hindernis-Area. Über den Zaun und da wartet jetzt der Ape-Hänger. Bisher sehen wir noch keine Konkurrenz auf Platz 2. Doch, da kommt Janina über den Zaun in die Area, nur ein paar Sekunden hinter Moni. Sehr gut. Komm, sehr gut. Starke Leistung, weiter Moni. Und die Glocke. Ja, das sieht gut aus und das ist die Glocke. Mega, sehr schön. Bleib weiter. Einfach weiter. Durch die Raupe. Hey Moni, du geiles Tier.
Moni geht in die Raupe und da ist plötzlich auch schon Edith, die sie vom dritten Platz rangekämpft hat und jetzt im Ape-Hänger Janina überholen kann und damit den zweiten Platz übernimmt. Aber auch bei Janina sieht das super aus, unterschiedliche Techniken, einmal seitlich, einmal vorwärts. Ja, sehr schön. Moni erreicht den zweiten Teil der Raupe, während Edith und Janina beide fast zeitgleich im ersten Element anfangen. Komm Moni! Jawohl Moni, richtig geil. Sehr gut. Mega Moni, mega! Sehr gut. Und da ist auch schon Nicole an der Reifenraupe und wir sehen vier Athletinnen auf einmal im selben Hindernis. Moni schlägt die Glocke und bleibt weiter auf Platz 1. Mach ich, lauf, weiter, lauf, zieh dich zurück. Und jetzt hier rüber, oder? Komm, Edith, hopp! Ja, die Wand ist kein Problem, das macht sie locker, aber wie sieht es aus mit den Skitches? Oh, ja. Jawohl! Nochmal! Drei Versuche, wie wir vom Marshall hören, und sie versucht es direkt nochmal. Ja. Jawohl! Und der zweite! Jawohl! Das Umgreifen ist das Schwerste und auch Edith erreicht nicht den pink markierten Bereich in der Stange. Nochmal. Ja. Also einer muss ins Rosa mit. Schade. Na, das war der dritte Versuch für Moni und sie geht in die Burpees. Janina ist ebenfalls schon an den Skitches und da sehen wir noch das zweite Feld, jetzt auch gleich in der Hindernis-Area. Auch diese Ladies haben sich heute durchsetzen können gegen die Konkurrenz und haben sich unabhängig der Altersklassen qualifiziert für das Finale. Jawohl, und der zweite. Sehr gut, komm. Jawohl. Edith im nächsten Versuch und der gelingt. Weiter an den Speer. Und Speer. Sie trifft und übernimmt damit den ersten Platz. Kurz dahinter an den Skitches sehen wir jetzt auch Nicole, aktuell noch auf Platz 4. Griffkrafthindernisse sind normalerweise ihre Stärke. Wie sieht es hier aus? Bei Janina hat es leider nicht geklappt, aber sie kämpft weiter. Moni ist auch wieder unterwegs und Edith sehen wir jetzt schon am Seil. Nicole schafft die Skitches, Moni trifft den Speer. Was macht Nicole, nachdem sie sich jetzt auf Platz 3 vorgearbeitet hat? Moni jetzt in Platz 2, Niki jetzt Platz 3. Nein, das war leider kein Treffer und beim Speer gibt es nur einen Versuch. Das bedeutet leider gleich die Burpees. Sprung zu Edith in Position 1 am Water Rig. Griffkraft ist für Edith kein Problem. Schöner Schwung, sie lacht sogar. Jawohl. Da kommt Moni auf Platz 2 mit geringem Abstand. Nimm so kleine Sandsäckchen mit und geh ein bisschen da rüber. Edith geht in die Sandsackrunde. Ja.
Ja, das hat bei Moni am Water Rig nicht geklappt. Sie scheint nicht in einen zweiten Versuch zu gehen, sondern direkt in die Burpees. Das ist natürlich völlig legitim. Moni immer noch auf Platz 2. Ja. Jetzt kommt Niki. Platz 3 aktuell. Da ist Nicole schon und hat jetzt die Möglichkeit, sich auf Platz 2 zu kämpfen. Kämpf weiter. Ja, genau. Durchs Wasser. Moni ist durch mit den Burpees und holt sich den Sandsack. Und eine klasse Aktion von Nicole, die sich das Seil am Water Rig spart und mit einem ordentlichen Sprung direkt die Glocke erwischt. Das schauen wir direkt nochmal genauer an. Ja, sehr schön gemacht. Ganz genau, so wollen wir das sehen. Okay, stopp und durch die Nacht. Ganz dicht hinter Moni geht jetzt auch Nicole auf die Sandsack runter. Und da kommt Janina schon ans Water Rig. Sehr gut, komm, schwingen, einfach schwingen, einfach schwingen. Ja, nimm doch, schaffst du. Juhu. Sehr gut. Ja, nimm doch. Sehr gut. Und richtig schön schwingen. Jetzt macht das Seil ein bisschen Schwierigkeiten und das hat leider nicht gereicht. Super. Edith gibt den Sandsack ab. Jetzt die Slackline. Über die Linie, das ist natürlich erlaubt. Jetzt den Eimer geschnappt und der volle Eimer muss durch den Parcours gebracht werden. Hier noch kurz zur Erklärung. Der Eimer hat eine Markierung und der Marshall kontrolliert am Ende, ob noch genug Wasser im Eimer übrig ist. Hier gilt es also, die Balance zu finden zwischen Geschicklichkeit und Geschwindigkeit. Aber Edith hat einen guten Abstand rausgearbeitet zu ihren Verfolgerinnen. Schaffst du? Bist gut in Führung. Schaffst du? Schaffst du? Einfach einmal schieben. Da geht es klar ziehen. Moni hier immer noch am Platz 2. Da drüben Edith auf Platz 1. Edith gibt den Eimer ab. Moni schafft gerade die Slackline und schnappt sich jetzt ebenfalls den Eimer. Vamos lá.
Nicole kommt gerade auf den Fluss und geht jetzt auf die Slackline, während hier vorne Edith ins High to Low Rig geht. Hier noch ein kleiner Einblick ins Water Rig, an dem wir gerade Alexandra sehen können. Hier schauen wir auf die anderen. Moni hat wieder ordentlich aufgeholt und geht nur kurz nach Edith ins High to Low Rig. Schafft es aber leider nicht ganz bis zum Netz. Sie geht in die Burpees und Nicole geht damit auf Platz 2. So. Aktuell jetzt spannend. Ja, guck mal. Edith jetzt hier vorne. Aktuell überholt Niki jetzt Platz 2. Edith bringt eine Wahnsinnsleistung an den Hindernissen und geht schnell und sicher durchs Low Rig. Jetzt das letzte Hindernis, das Smoky Rig. Und Nicole gleich hinten dran im Low Rig. Moni geht wieder auf Platz 2. Moni ist durch mit den Burpees. Jetzt wieder ziemlich dicht hinter Edith, aber wenn hier nichts mehr passiert, dann ist Edith gleich an der Glocke. Und sie schafft es. Edith wird Vereinsmeisterin 2022. Sehr stark. Dankeschön. Wow. Ja, super, Glückwunsch, mega gut. Gut gemacht, Edith. Edith gewinnt Platz 1. Jetzt kommen wir direkt weiter. Wie sieht es auf Platz 2 aus? Moni ist auch schon am Netz des Smoky Rig und damit der zweite Platz. Einmal noch umsteigen. Super. Moni, warte. Jawohl, Glocke, Glocke. Und Glocke. Glocke, Glocke. Glocke, sehr gut. Sie muss noch 20 Minuten. Hier auf Platz 3. Hinten dran. Wenn du, glaube ich, bei der ersten Hälfte vom. Bei Nicole sind noch ein paar Burpees offen, aber das hält sie nicht auf und Nicole damit Platz 3 der Vereinsmeisterschaft 2022. Ja, genau, Rob, langsam vorwärts. Sehr gut, Niki. Super, Moni.
Komm, noch ein Stück, yay! Yeah. Nur noch zwei Hindernisse. Naja, aber da an dem Lowridge hinten, an dem Ende rauszufallen und dann nochmal zurück zum Start zu gehen und nochmal. Ja, ja. Das stimmt, aber es ist halt trotzdem krass, dann nochmal zu sagen, okay, ich gehe zurück. Ich mach's die ersten drei stehen sehr schön. Bleib dran, schwing noch einmal, komm. Komm, komm. Nur ein kleines Stück weiter hinten ist Janina, die sich durchs High to Low kämpft. Jawohl, sehr schön. Das erste Element. Sicher gemeistert und auch unten am Netz klappt das einwandfrei. Geht, geht. Bist du schon safe? Super. Hier am Feuerwehrschlauch kann man die geschundenen Unterarme kurz etwas entlasten, bevor das Low Rig kommt. Einfach weiter, immer weiter. Alexandra ist ebenfalls schon im Netz, kurz vor dem Low Rig. Oben auf dem Feuerwehrschlauch, um die Arme kurz zu schonen, ist natürlich erlaubt. Jawohl. Die beiden kommen ins Smoky Rig. Jeder, der den Parcours heute selber gemacht hat, weiß, wie man sich an diesem Hindernis fühlt. Auch bei den Herren haben wir vorher gesehen, dass spätestens an diesem Punkt wirklich gekämpft wird. Und unsere Athletinnen und Athleten machen den Kurs heute auch schon zum zweiten Mal. Das muss man sich auch nochmal bewusst machen. Durchbeißen. Wenn du schaffst, vielleicht die Füße hoch. Janina macht noch die Burpees am Mowgli Rig und im Wassereimer-Parcours sehen wir noch Miriam, Nadine und Jana. Was ist da los? Die Burpees gemacht. Alexandra jetzt hier. Nein, weil vorher, wenn sie 30, wenn sie vorne hoch. Wenn man vorher schon 120 gemacht hat. Janina sichert sich Platz 4. Und hier kurz danach kommt Alexandra auf Platz 5 durchs Ziel. Super, hoch hier. Es geht doch ohne Feuerwehrschlauch. Boah, das ist motivierend. Unsere Finalathletinnen kämpfen weiter. Miri, kann ich schon rüber? Ja, ja. Komm. Nadine schlägt die Glocke am Low Rig. Eine tolle Leistung am Ende so eines Tages. Noch die letzten Burpees, das ist natürlich Ehrensache und zu dritt durchs Ziel großartig gemacht. Schmeißen dabei.